Liebe Gemeinde, mitten im nächtlichen Sturm stehe ich heute. Sie werden das Rauschen hören. Aber dieses Wetter erinnert mich dann auch immer wieder, wenn ich darauf gestoßen werde, wie an diesem Wochenende durch die Lesung an Jona. Es lohnt sich, dieses kleine Buch aus dem Alten Testament zu lesen, diese märchenhafte Erzählung über Jona, der berufen wird, Ninive zu retten. Er soll nach Ninive gehen und Ninive zur Umkehr aufrufen. Er soll in die Richtung gehen, aber er setzt sich in ein Schiff und fährt in die Richtung. Das kennen wir. Wir sausen manchmal weg, wenn wir berufen sind, wenn es heißt, hier sind wir gebraucht. Und dieser Prophet, er wird dann eingefangen. Durch den Wal wird er dann an Land gespült und geht nach Ninive hinein. Und sein Wort, das zur Umkehr ruft, es erreicht die Bevölkerung von Ninive. Sie kehrt um und erlangt so den Segen Gottes. Durch Berufung kann Wunderbares geschehen. Und Berufung geht eben nicht nur an große Propheten, an wen auch immer, an Heilige, sondern an uns, jeden Tag neu. Dass wir das Reich Gottes verkünden und dass wir hoffentlich so Menschen auf den Weg des Reiches Gottes rufen. Ich wünsche Ihnen ein nicht ganz so stürmiges Wochenende. Und wenn es dann stürmig ist, nehmen Sie sich eine Tasse Tee, nehmen Sie dieses kleine Buch des Propheten Jona und lesen es. Es ist, finde ich, ein entzückendes Buch, das uns etwas über die Treue und die Liebe Gottes, aber auch, ja, ich möchte mal sagen, über das katechetische Wirken Gottes erzählt. Denn dieser Prophet, er muss einsehen, dass Gott immer aus Liebe handelt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.